endlich bestätigt. Eintracht-Fans können einen Sieg feiern. Heute bringen wir die Bestätigung einer Geschichte, die schon lange im Raum stand. Und heute haben wir endlich die sichere Bestätigung, dass es beim SGE passieren wird. Die Fans haben sich das sehr gewünscht und jetzt kannst du dich freuen, denn dein Wunsch wurde erhört. Die Direktoren von Eintracht haben es geschafft, diesen Spieler zu holen. Ich werde dir die Details erzählen, aber bevor wir fortfahren, vergewissere dich, dass du für die aktuellsten Nachrichten angemeldet bist. Überprüfe, ob du den Kanal abonniert hast. Wenn ja, aktiviere die Benachrichtigungen, damit du über das nächste Update unseres Clubs informiert wirst. Weiter geht's. Eintracht Frankfurt hält zweifellos das Gaspedal auf dem Transfermarkt gedrückt. Willian Pacho, Hugo Larsson, Omar Marmoush und Elis Skiri. Das waren nur einige der Neuzugänge, die vom SGE präsentiert wurden. Aber die Geschichte hört hier nicht auf. Junior Dina Ebimbe, Ansgar Knauf und Philipp Max sind ebenfalls nach erfolgreichen Ausleihen zum Team gestoßen. Und jetzt ist es Zeit, dass wir euch einen weiteren Top-Neuzugang mit Gewissheit bestätigen. Der Star, der beim Leeds United glänzte, kommt zum Eintracht Frankfurt. Eine Verhandlung, die viele andere interessierte Vereine enttäuscht hat. Bayer Leverkusen, Manchester United und Newcastle wollten ebenfalls sein Talent, aber unser geliebtes Eintracht hat seine Unterschrift erobert. Was diese Verpflichtung noch erstaunlicher macht, ist, dass er zunächst für ein Jahr auf Leihbasis zum Club kommt und sich den Abstieg des Leeds United in die zweite Liga zunutze macht. Aber bleibt aufmerksam, denn sein Vertrag läuft 2024 aus, was bedeutet, dass er im nächsten Sommer kostenlos zum Eintracht-Spieler werden könnte. Das ist ein strategischer und mutiger Schachzug, der uns große Belohnungen bringen kann. Robin Koch. Wir haben so sehr auf dich gehofft. Robin Koch selbst äußerte seine Begeisterung über dieses neue Kapitel seiner Karriere und sagte, ich will meinen Wert erneut in der Bundesliga beweisen. Ich bin überzeugt, dass wir eine starke Saison haben können. Und die Worte unseres Sportdirektors Markus Krösche stärken unser Vertrauen in diese Verpflichtung nur noch weiter. Markus Krösche beschreibt Koch als einen Anführer, auf und neben dem Platz, jemanden, der Verantwortung übernimmt und wertvolle Erfahrung sowohl in der Bundesliga als auch in der Premier League mitbringt. Und die Tatsache, dass in den letzten Wochen so viele renommierte Vereine an ihm interessiert waren und er Eintracht Frankfurt gewählt hat, zeigt, wie sehr er sich mit unserer Sache identifiziert. Das ist eine solide Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Adlerträger, jetzt ist es Zeit für eure Meinung. Befürwortet ihr diesen neuen Zugang? Ja oder nein? Eure Meinung ist für das Wissen von Eintracht sehr wichtig. Kommentiert! Und vergesst nicht, euch anzumelden, wenn ihr die aktuellsten Nachrichten erhalten wollt, und gebt einen Daumen nach oben, um zu zeigen, dass euch dieser erfolgreiche Neuzugang in unserem geliebten Club gefällt. Wir sehen uns bald!